Farbexplosionen, verschiedene Gegenstände, Methoden. Beim Action Painting ist alles erlaubt. Hauptsache, es wird bunt. Ich bin heute in der Pinselbude in Hannover. Schon seit 13 Jahren wird hier bei Katja Morave und ihrem Team gekleckert, gespritzt und gemalt, was das Zeug hält. Action kann sein, dass du total eskalierst. Action kann aber auch sein, dass du einfach erstmal nur das Papier mit dem Pinsel streichelst. So. Um sich erstmal an die richtige Portion Action heranzutasten, starten wir mit einem Testbild auf Papier. Hast du noch einen Tipp für mich, bevor ich hier starte? Was wäre denn jetzt dein erstes Gefühl, wie du die Farbe drauf holst? Gefühlt würde ich es jetzt direkt so richtig raufpfeffern. Und du mach doch. Ja? Ja. Okay, einfach los. Okay, so, dann auf die Plätze fertig, los, alle. Jawohl. Yes. Genau, und nehmt alle die Farben, auf die ihr Bock habt. Es geht jetzt wirklich nur ums Ausprobieren und noch nicht darum, ein schönes Bild zu machen. Jawohl. Das ist schon cool, macht Spaß. Dass du hier nicht irgendwas richtig oder falsch machen musst. Kannst. Ja, ich glaube, davon muss man sich so ein bisschen losmachen, ne? Weil tatsächlich habe ich jetzt auch im Kopf, grün würde jetzt nicht so unbedingt zu meiner Einrichtung zu Hause passen. Ich denke so in den Farben, die ich zu Hause habe, aber es ist wahrscheinlich viel zu verkopft, ne? Ja, aber da bist du nicht die Einzige. So sind wir Erwachsene nun mal. Ja, deswegen schalten wir mal aus und machen es heute richtig schön bunt. Also ran an die Farbe und einfach drauf losspritzen. Es macht Spaß. Wann kann man sich mal so ausleben? Mal so richtig schön rumsauen. Selten. Sehr selten. Wir haben natürlich nicht nur die Pinsel. Jetzt kommt der nächste Gegenstand, Spritzen. Für jede Farbe wieder eine Spritze. Aufziehen und Action, ungefähr so. Mega. Okay, mal gucken, ob ich das auch so hinkriege. Ups, okay, schon mal daneben. Zweiter Versuch und mein Kameramann hat schon etwas Angst. Ja, du darfst mich nicht treffen, ne? Ich versuch's. Ich kann nichts versprechen. Am Ende landet aber auch ein bisschen Farbe auf dem Papier. Guckt euch mal die Gesichter an, wie die am Anfang ausgesehen haben und wie ihr jetzt guckt. Also ich finde, das ist schon jetzt schon ein Unterschied nach so kurzer Zeit. Die Wangen sind rosig, ne? Ja, auf jeden Fall, die Augen strahlen. Das ist immer wieder schön. Und der nächste Schritt wird sein, dass ihr jetzt gleich mal die Bilder tauscht. Das ist immer erstmal ein Schreck. Schweren Herzens. Schweren Herzens. Damit ihr einfach mal so aus diesem Planen und diesem Zielorientierten wegkommt. Und dafür sollen wir jetzt nur unsere Hände benutzen. Ich glaube, bei mir war es irgendwann in der Grundschule, wo ich mal so viel Farbe an den Händen hatte. Jetzt eigentlich kommt die, geht da noch mehr, oder? Meinst du? Ja. Na gut, Katja, wenn du das sagst, dann machen wir jetzt hier mal richtig all in. Und los geht's. Und auch die anderen vom Team der Pinselbude toben sich kreativ auf den getauschten Bildern aus. Willkommen ist übrigens jeder, ob klein oder groß. Deshalb finden hier auch viele Geburtstage oder Team-Events statt. Ich muss sagen, mein Herz blutet ein bisschen, weil ich fand es vorher schöner. Ich habe das Wort Verschlimmbessern hier kennengelernt. Und das genau, das ist ganz, ganz, ganz oft so. Und das ist einfach ein Teil des Prozesses hier. Aber Inhaberin Katja Morave hat da noch ein Ass im Ärmel, wie man die Bilder wieder retten kann. Oh, wow. Das ist ja cool. Hammer. Mit dem Spachtel lässt sich überschüssige Farbe wieder abstreifen und man kann Muster ins Bild zaubern. Also mir macht total Spaß, aber du bist ja auch Kunsttherapeutin und kommst auch aus der Ergotherapie. Was hat denn das noch für einen Effekt, wenn man jetzt hier Action Painting macht und mal so richtig die Sau rauslassen kann? Sag du mal, ich meine, du bist hier reingekommen und wusstest gar nicht, was dich erwartet. Mhm. Und was ist der Effekt jetzt bei dir außer Spaß? Also ich bin irgendwie so gut angestrengt, also so ein bisschen unter Energie und doch habe ich das Gefühl, der Kopf wird frei, wenn man einfach mal macht und nicht so viel versucht, drüber nachzudenken. Genau. Das ist das, was ich ganz oft am Ende höre, so dieses, boah, ich konnte ganz leicht abschalten. Ich tauche eigentlich wirklich ab. Malen wirkt außerdem beruhigend und kann helfen, Stress abzubauen, weshalb Action Painting auch oft in der Kunsttherapie eingesetzt wird. Durch den vollen Körpereinsatz wird die Grob- und Feinmotorik, aber auch unser Gehirn trainiert, denn man muss sich gleichzeitig konzentrieren, aber auch kreativ denken. Außerdem verbessert sich die Stimmung, selbst bei den größten Skeptikern. Wir haben viele, die das irgendwie geschenkt bekommen und die dann mitkommen und sagen, ach, ich kann ja gar nicht malen, ich hatte in Kunst immer eine 4 und so. Ne? Und
die dann hier rumprobieren und merken, okay, da kann ich was machen, das hat eine Wirkung und ich muss jetzt gar nicht irgendwie noch was Großes draus machen. Und die gehen wirklich mit einem anderen Gesichtsausdruck wieder raus. Aber eine letzte Frage, die mir noch unter den Fingernägeln brennt. Wie ist es hier zu diesen Farbspritzern oben an der Decke gekommen? Ja, das ist die gute Frage. Ich finde, das muss man selber hier rausfinden, wie die Farbe an die Decke wohl kommt. Okay. Schauen wir mal, ob wir dem Geheimnis noch auf die Spur kommen. Vielleicht ja beim nächsten Schritt. Mit unserem Testbild sind wir nämlich fertig und ich finde, meins kann sich sehen lassen. Jetzt geht's aber an die Leinwand und Katjas Geschäftspartner Jens-Uwe Scholz zeigt uns eine echte Farbexplosion. Achtung, Ballon! Sehr cool. Hammer! Dafür wird Farbe in einen Ballon gefüllt, danach aufgepumpt und mit Hilfe von Nadeln in der Leinwand zum Platzen gebracht. Draufhauen, ja? Okay. Achtung, Ballon! Das macht natürlich Spaß und ermöglicht einen schönen Effekt, nicht unbedingt immer nur auf dem Papier. Okay, jetzt habe ich, glaube ich, alles im Gesicht. Die Farbe ist nicht hier gelandet, sondern hier. Aber das geht nicht nur mir so, sondern auch Lena, die hier neben dem Studium Kurse gibt. Also ich glaube, nach jedem Kurs sehe ich eigentlich ungefähr so aus. Ich mag es einfach irgendwie, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die dann einfach Spaß daran haben, sich ausleben können, nicht geplant sein zu müssen, sondern ja, einfach frei sein können. Rüdiger hat selbst als Teilnehmer angefangen und ist jetzt seit einem Jahr im Team. Action Painting bedeutet für mich, ich habe eine geregelte Aggressionsabfuhr. Das gefällt auch Lena, die, so wie ich heute, das erste Mal dabei ist. Ich glaube, ich weiß auch nicht mehr ganz genau, wann ich das letzte Mal mit Händen gemalt habe und mit Luftballon und allem. Aber es macht richtig, richtig viel Spaß. Rund 2,5 Stunden geht so eine Action-Painting-Einheit, dann ist der Spaß auch leider schon vorbei. So, also ich könnte, glaube ich, noch Ewigkeiten hier weiterarbeiten. Das Bild verändert sich immer weiter, aber wie man sieht, beim Action-Painting wird nicht nur die Leinwand bunt, auch ich bin es geworden. Es hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Man hat den ganzen Körper genutzt und den Kopf einfach mal richtig ausgeschaltet. Kann ich jedem empfehlen? Also nachmachen. Es macht Spaß. Und das Gute ist, es muss nicht perfekt sein und malen muss man auch nicht können. Aber so oder so sorgt das Ergebnis und sogar schon der Weg dahin für richtig gute Laune. RTL Nord gibt's immer montags bis freitags ab 18 Uhr im Fernsehen oder im Livestream. Oder falls ihr die Sendung verpasst habt, kein Problem. Bei RTL Plus könnt ihr die 7 Tage nach TV-Ausstrahlung einfach nachschauen.